fehlgeschlagen, weil der Posten Nord versagt hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Da, ganz ehrlich, bei sowas, da kriege ich so eine Krawatte, ne? Da schwillt mir richtig der Hals an. So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren, oh Gott, schon wieder eine Mission, zu einer Folge online diesmal wieder. Wie ich in der letzten Folge, letzte Woche von Infamous Second Son angemerkt habe, wollte ich heute mal etwas GTA Online zocken. Ich habe mich natürlich schon ein klein wenig reingespielt, damit das Ganze auch ein bisschen lustiger ist. Hab mir hier ein kleines Apartment zugelegt, wie man sieht, hier mit einem kleinen Fernseher, einer kleinen süßen Bong auf dem Tisch. Habe auch schon ein paar Raubüberfälle durchgezogen, damit ich etwas Puffer habe, falls ich mal nicht weiß, was ich tun soll. Ja, da, Ankleidezimmer. Das ist gerade so ein bisschen wie bei MTV, das keine Ahnung, wie es nochmal heißt. Der Schnelldurchgang, da meine Dusche, bam, bam. Überall müsste jetzt eigentlich so ein Blinklichter erscheinen. Yeah, Bons, Bons, guck da meine. Ah, Gott. Junge, zeig mal her. Da, die fette goldene Uhr da unten. Yeah, sieht ihr, ja. Vielleicht so etwas, ja. Geile, ja, goldene Sonnenbrille. Das Outfit etwa hat zusammen, glaube ich, locker 30.000 Dollar verschlungen. Momentaner Stand 631.000. Das Apartment hat 500.000 gekostet. Es geht ordentlich rund hier. Ich habe einen neuen Raubüberfall bekommen von dem lieben Lester. Der letzte, den ich gemacht habe, war der Gefängnisausbruch. Keine Ahnung, was jetzt für eine ist. Eigentlich wollte ich die kleine Bankfiliale in Fleece oder Fleecer oder wie immer das heißt, nochmal neu ausnehmen, also den Raubüberfall wiederholen. Aber da ich jetzt einen neuen bekommen habe, bin ich total heiß drauf und irgendwie gar keine Motivation, den alten zu machen. Also gehen wir mal in mein Businesszimmer. Yeah! So, starten wir mal den Raubüberfall als Anführer. Human Labs. 54.000 Dollar, um den zu starten. Ja, das ist auch so eine geile Sache. Man muss, wenn man den Raubüberfall starten will, Geld bezahlen, so für die ganze Ausrüstung und so ein Kram. Jo. Sollen wir die bezahlen? Hab ja genug, bezahlen wir. Zack, da haben wir kurz 54.000 bezahlt. Hoffen wir, dass genug am Schluss bei rumspringt für uns. Ansonsten bleibe ich auf den Kosten sitzen. Ha. Ja. Ich meine, 54.000 Dollar, wisst ihr, ist nichts, ne? Etwa 2 Euro. Nein, okay. Erstmal natürlich die schwerste Panzerung. Was ist das erste? Überfall auf Human Labs. Schafft euch Zugang zu Human Labs und kommt mit ihren Daten wieder raus, ja. Ja, okay, alles klar. Die erste Mission habe ich noch gar keine Ahnung. Sagen wir so, zack. Offen, tun wir mal Schnellstart machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, dass es jetzt endlich mal ein bisschen rund geht, weil in der letzten Zeit hat es immer so lange gedauert, bis da mal 4 Leute zusammenkamen, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, macht doch mal ein bisschen hin. Dann habe ich als, was ich, eine halbe Stunde rumgesessen, bis mal einer angenommen hat, die Einladung gesagt, ja, ich könnte ja mal Hallo sagen, so eine Art. Da könntest du was verkotzen hier. Jetzt müssen wir natürlich warten. In der Zeit kann ich ein bisschen was aus einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Keine Ahnung. Was ich genau erzählen soll, weiß ich auch nicht. Es ist immer so scheiße langweilig. Oh, angenommen. Da hat schon jemand angenommen. Das ist natürlich Weltklasse. Der Wheel4606. Bin mal gespannt, ob er überhaupt annimmt oder gleich wieder verlassen drückt, weil er sagt, oh, 34. Stimmt, meine Stufe ist 34. Also, ja. Er sagt, nein, viel zu langweilig, Mann, da hat nichts drauf, der Junge, verpiss ich mich wieder. Oder es ist so ein Typ, Stufe, was weiß ich, stimmt aber vor. Ja, offen ab Rang, ja, Stufe 21, das geht, der bleibt meistens drin. Offen ab Rang 12, das ist ja eigentlich ein Witz. Da könnte ich auch noch Rang 13er mitnehmen oder so. Ich meine, die erste Mission ist ja meistens nicht so arisch hart. So. Zwei Leute brauche ich noch, blöderweise, weil wenn ich jetzt sage, spielen, heißt, es wäre Spieler, um diesen Raubüberfall zu spielen. Das ist total scheiße, vor allem, weil es nicht mal ein Raubüberfall ist, sondern erstmal die Vorbereitung. Es ist nicht mal ein richtiger Raubüberfall, der kommt ja erst ganz am Schluss. Hopp, Leute, jetzt macht ein bisschen hinne hier. Ich habe keine Lust, zu sagen, so, jetzt haben wir die Leute zusammen, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Hab ich auch keinen Bock drauf. Wir möchten das jetzt sein. Komm. Leute.
Ich habe sogar Gasteinladungen an. Also Junge, lad auch mal ein paar Leute ein. Oh, der Typ ist stärker wie ich. Weil ich bin. Na gut, wir sind beide schwach. Aber ich habe nicht so viel Schwäche wie er. Ja, das ist totaler Schwachsinn, was ein Scheißgelaber. Straßenflitzer sind wir beide, das ist gut. Schleichen ist er auch Polterer, so wie ich. Modellflieger ist er, so wie ich. Ich glaube mal, dass ich Modellflieger bin. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, werden wir jetzt gleich sehen. Was bin ich? Ja, auch Modellflieger. Genau. So, machen wir Vergleich, dann haben wir es besser. So, also. Weil solange die noch nicht da sind, können wir da ein bisschen vergleichen. Athlet sind wir beide. Beide schwach. Dafür kann ich besser schießen wie er. Das war's aber auch schon. Oh, ein 166er tritt bei, der mit Sicherheit jetzt gleich wieder rausgeht. Oder? Oder? So wie ich die kenne. Die hohen Level sagen sie, nö. Hab ich keinen Bock. Oh, er bleibt sogar. Na, er ist schon wieder gegangen. Schön. Oh, da hat jemand Neues angenommen. Es wird langsam Zeit, Leute. Wir sind schon ordentlich am. Ja. Oh Mann. Komm schon, mach hin. Vielleicht sollte ich in Zukunft mal. Genau das mache ich. Das mache ich. Ja, genau so mache ich in der Zukunft. Heute ist eine langgezogene Folge. Eine langweilige, wo ihr mir nur zuhört, wie ich etwas Scheiße laber. Die nächste Folge wird dann so, dass ich hier die Wartezeit überspringe, indem ich ganz gekonnt mal ein paar Cuts setze. Und dann ist das, ja, genau, Marcel, lehn's einfach ab, du Hundesohn, du Dreckiger. Die Affengang 91 ist auch da. Ey, Apecrime, was geht? Ja. Komm, nimm an, schade. Schrottmäger, wie man immer wieder sieht, haben die so richtig intelligente Namen, wo man sich fragt, Jungs, wie lange habt ihr dafür gebraucht, sie zu finden? Na gut, das Takeshi 1991 ist natürlich auch nicht viel besser, aber ja, ist halt nicht viel besser. Wobei ich im Allgemeinen sowieso was dagegen habe, wenn die ja. Wenn irgendwelche Zahlen hinten dran stehen, das finde ich immer scheiße. Aber wenn man halt einen bestimmten Namen haben will und der ist schon vergeben, dann denkt man sich, man könnte mal einen Zahlen, vielleicht sieht es ganz gut aus. Aber am Schluss sieht es doch immer kacke aus meistens und man denkt sich, nein, warum habe ich diesen Namen nur genommen? Aber mir egal, mein Charakter selber habe ich Dannycam genannt. Logischerweise. Ich werde zwar trotzdem als Takeshi1991 angezeigt, anstatt als Dannycam, aber Hauptsache ich weiß, dass ich ihn so genannt habe. So, oh, ein letzter Spieler tritt bei. Bitte nimm an und geh nicht wieder raus. Dann kann ich das hier starten. Und dann haben wir nicht mal so arisch lang gewartet. 130, der ist bestimmt jetzt gleich wieder weg. Und? Na gut, wenn nicht, muss ich einfach nur schnell genug spielen drücken, damit er mir rauskommt. Komm. Komm. Hab dich. Gut. Ich meine, das ist die erste Mission. Die wird jetzt bestimmt nicht so wild sein. Hoffe ich doch mal. Gut, Sitzung wird gestartet. Das ist eine schöne Sache. Sehen wir uns mal die Animation jetzt an. Die finde ich auch immer ganz cool, wenn so die Leute kommen. Hey Junge, wie sieht's aus? Dann laufen da die anderen Spieler so total planlos durch dein Zimmer irgendwie. Ah. Ach du mein lieber Gott, das nenne ich mal ein paar Vorbereitungsmissionen. Ja genau, stopp ihn doch rein. Was geht denn mit dir ab? Was bin denn heute so aggressiv? Chemielabor namens, okay. Das ist gut zu wissen. Von Pangam wurde es an einer Schattenfirma vermietet, zum Teil von Don Percival. Ihr kennt doch sicher Don Percival. Nö. Wie ein knallroter Dildo. Alles klar. Vertraut mir, ich kenne. Das ist gut zu wissen. Also, gib mir einfach die Mission, auf geht's. Nervengift vermutet. Schon Informationen darauf hinzuweisen. Ja, aha. Genau, das ist mir nämlich scheißegal, wie er heißt. Hauptsache, er bezahlt mich. Gut.
Zugangscodes, das ist das erste, was wir machen müssen, okay. Panzer der Allrad. Mhm. Alles klar. Ich will aufs Dach, ich will aufs Dach. Mhm. Alright, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. Ich würde sagen, zuerst holen wir mal die Codes, oder? Das, ich würde sagen, einfach eins nach dem anderen vorwärts. Erstmal die Zugangscodes, hä? Sagen, ja, komm, Zugangscodes. Auf geht's. Zack, zack, zack. Schnappen wir uns die, danach holen wir uns das Auto. Dann geht's ab, so. Jo, Einstellung, ja. Ja. Toll, warum ist jetzt schon wieder einer raus? Kann man das verdammt nochmal jemand sagen hier, verdammte Kacke? Komm, Schnellstart. Ja, manchmal kriegt man so einen Hals. Ja, tue ich jetzt auch irgendwelche Leute einladen oder so? Ich hoffe es mal. Unten steht zumindest mal, Spieler werden eingeladen. Jetzt werden mir ein paar angezeigt. Beschäftigt, beschäftigt. Warum seid ihr alle beschäftigt? Ihr seid nicht beschäftigt. Ihr solltet nicht beschäftigt sein, wenn ich euch einlade. Der Bottom 34, der ist ganz cool. Mit dem habe ich schon zwei Brüche gemacht. Der ist relativ easy drauf, der Junge. Das Problem ist, manchmal sind welche da, die ihr Headset benutzen. Dann könnte ich voll ausrasten, weil die nämlich natürlich kein Wort Englisch oder Deutsch sprechen, sondern nur, was ich, Spanisch. Manchmal hatte ich sogar schon Koreanisch und Japanisch dabei, wo ich gedacht habe, Jungs, schön, wenn ihr mir das sagt, aber ich verstehe euch halt leider überhaupt nicht. Was soll's? Hopp, Leute. Wir sind schon bei 12 Minuten. Es wird langsamer Zeit hier. Aber vielleicht wird die Folge auch etwas länger. Also eine Mission will ich ja wenigstens noch hinbekommen. Also, weil ansonsten ist das ja voll traurig hier. Leute, Leute, Leute. Ja, ich könnte natürlich auch jetzt schon wieder rumcutten, aber ja, okay. Würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt knapp 4 Minuten warten müssen. Ah, bin ich Käufer? Das ist aber schön. Dann sind wir halt Käufer. Manager. Berater. Käufer. Was? Wächter. Machen wir Manager. Gut, dann haben wir hier Posten. Okay, ja. Okay. Der Leibwächter ist... Wer ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Würde mal sagen, starten wir das Ganze. Gut, dann bin ich heute der Käufer. Na gut, so als Boss von dem ganzen Unternehmen sollte man vielleicht auch Käufer sein. Schön die Headsets im Ohr, na Jungs. Ja, ich habe knapp, also wie gesagt, knapp 4 Minuten musste ich warten, bis endlich mal einer da reinkommt wieder. So, gut. Ja. Wo ist mein verschissenes Auto? Ja. So. Komm, steig ein, Junge. Keine Ahnung, ob du mein Leibwächter bist, aber... Alter! Mich anzufahren. So. Gut. Dann sind wir jetzt mal auf dem Weg. Auf dem Weg zur Übergabe. Ich würde ja eigentlich das Radio... Oh, jetzt fangen sie wieder an, über das Headset zu laden. So wie ich höre. Aber mich hören sie zum Glück nicht. Auf dem Weg zur Übergabe. Und hoffen, dass das alles gut verläuft. Ich habe keine Ahnung, ob der Leibwächter jetzt gerade in meinem Auto sitzt oder da vorne. Wobei eigentlich eh alle gar zum Treffpunkt müssen. Deshalb ist es Wurst. Erst dort ist es wichtig. Alter! Was? Ganz ehrlich, Leute, ne? Ich muss euch jetzt mal was sagen. Falls ihr auch GTA Online zockt,
und auch so einer von den Witzbolden seid wie gerade der, bitte bei Raubüberfällen. Und ihr sitzt im Auto des Hosts, also derjenige, der den gestartet hat. Springt nicht einfach raus, denn immerhin sitze ich hier auf 54.000 Dollar Schulden, die ich investiert habe, um am Schluss hoffentlich einen Gewinn zu erzielen. Da ist es immer scheiße, wenn mein Leibwächter während voller Fahrt aus dem Auto springt. Nicht gerade besonders intelligent. Ah nein, da ist er ja, mein Leibwächter. Gut. Gut, jetzt müssen wir warten. Sag mal, labert ein kleines Kind oder was? Fehlgeschlagen, weil der Posten Nord versagt hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Da, ganz ehrlich, bei sowas, da kriege ich so eine Krawatte, ne? Da schwillt mir richtig der Hals an. Neustart, ja, komm. Auf. Vor allem, du kleines, verkacktes Kind da oben, halt die Fresse. Ich will. Da kriegt ihr auch noch 820 Dollar dafür, dass der aus dem Auto gesprungen ist. Ich glaube, es geht rund. Da schwellt mir der Hals an. Das sind so richtige Amateure, ne? Ohne Witze, so richtige Amateure. Meiner Meinung nach sollte man... Gut. Wenn du jetzt nicht wieder im Auto bleibst... weiß ich nicht, was ich machen soll. Hallo, da sind wir ja wieder alle. Posten Nord hat versagt. Welcher Penner ist Posten Nord? Dem müsste ich gerade mal sowas von fett die Klappe eintreten. Das ist dein Motorrad. Guck nicht so dumm, nimm's dir. Das ist nicht mal meins. Komm, ab zum Leibwächter. Das ist ein Zweisitzer, du Vollidiot. Was zum... Boah. Leute. Ich sag's euch jedes Mal. Ich kann mit so Amateuren nicht arbeiten. Aber das Schlimme ist... Dadurch, dass ich erst Stufe, was bin ich, 34 oder so, bin, wollen die hohen Stufen einfach nicht mit mir so Überfälle durchziehen, weil sie meinen, der hat nichts drauf. Aber dass ich, glaube ich, der einzige von den ganzen niedrigen Stufen bin, der sowas überhaupt, Alter, der so schöne Sportwagen an die Wand fährt, bin ich eigentlich optimal als Fluchtfahrer geeignet. Nein, war ein Witz. Ja, bin ich eigentlich optimal für sowas geeignet. Ja, Mann. Ich hasse die Hintergrundmusik da immer jedes Mal. Diese Dü-lü-lü-lü-lü. Aber ich kann das Rad ja nicht anschalten, ansonsten wird mein Video wieder wegen GEMA-Rechten gesperrt. Kriegst du auch wieder so eine Krawatte. Apropos Krawatte, habe ich noch mal einen geilen Anzug an. Ja, habe ich hier. Yeah. So. Wehe, dem diesmal versagt schon wieder ein Posten, dann platzt mir aber die Hutschnur so langsam. Warte, bis deine Crew in Position ist. So. Habe ich auch schön all meine Waffen? Ja, habe ich. Wunderbar. Die will ich nicht, ich will die. Da oben will ich Sturm-MP. Alles klar. So. Leute, ihr wisst hoffentlich, wer von euch mein Bodyguard ist. Geh mal von aus. Genau, fahr doch einfach gegen mein Auto und... Alter! Leute! Ich hasse so kleine Kinder, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt auf geht an eure verschissene Position. Der kann hier bleiben, genau, das ist mein Bodyguard. Gut, wenigstens etwas. Warte, bis die Kontaktperson im Treffpunkt auftaucht. Und wo ist sie denn, die Kontaktperson? Hoffen wir, dass alles gut läuft. Das Auto steht schon fluchtbereit. Schön.
Pack die Knarre weg, verdammte Kacke. Du sollst aufpassen und nicht den Typ direkt erschießen. Jungs, 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 das ist einfach nur ein Amateurverein hier. So. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Das scheint er zu sein, ne? Ach, ist auch nur sie. Ja, klar sind wir hier. Hallo, Schätzchen. Na. Wenn ich habe, geben wir euch die Codes. Schön. Ah, der sieht irgendwie einem Affen ähnlich, der da hinten. Die Bank, das war ihr, stimmt's? Jo. Aber da steht's gerade. Einlass, meine Freunde, ist eine völlig andere Liga. Ja, das ist mir sowas von scheißegal. Haben wir grünes Licht? Jawohl, natürlich. Her mit den Codes, her mit den Codes. Gib mir die Codes, gib mir den Koffer. Das sieht scheiße aus. Wow, das nenne ich mal ein paar Leute. Wie sieht's aus? Schaltet die Agenten aus. Ach so, warte. Wart, wollt ihr mich verarschen gerade? Ach so, warte. Hauptsache, der eine ist schon tot. Und ich auch noch. Klasse. Jetzt mal ohne Scheiß, wie willst du das schaffen? Jetzt mal ohne Witze. Ist doch viel zu viele. Toll, klasse. So, kann mir jetzt irgendjemand erklären, wie will man das genau schaffen? Jetzt mal ohne Scheiß. So, schneller Neustart R2. Jo, gib her. Was ist denn das mit Fortfahren? Jetzt sagt, wir haben schon wieder welche verloren. Gut. Was soll ich dazu noch sagen? Also halt endlich die Klappe da, verdammte Schande, nee. Labert der mich da die ganze Zeit zu, das kleine Kind? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Also warum laberst du mich zu? Spielt das Kind jetzt gerade Musik übers Headset ab? Ich fahr gleich in das Land und klopp dir mal richtig spät den Arsch breit, Junge. Zugangscode, ach so. Hauptsache, wir stehen direkt auf dem Treffpunkt. So kann man es natürlich auch machen. Gut, ja. Geh in Position. Klasse. Ja, schön. Mein schönes Flitzauto ist natürlich weg. Am besten nehme ich diesmal dann direkt den Raketenwerfer oder so. Weil das ist ja echt komisch, ne? Ich habe die schwerste Panzerung. Hab das höchste Level und verreckt direkt, weil einfach so viele Leute auf einmal auf mich schießen. Na wie da, ne? Da ist eh ein scheiß Zugangspunkt hier. Wenn der doch da Position bezieht, wie soll der daneben den Gang abdecken? Der da hat ja genauso wenig Chancen, den abzudecken. Der könnte höchstens das abdecken. Genauso wie der. Der könnte auch nur hier die Flucht abdecken. Aber das da... Das ist ja komplett offen, ne? Ja. Das ist eine kranke Sache. Sag mal, wo bleibt denn... Ach so, wart. Hauptsache, da hinten rennt mal ein roter Punkt rum. Warum rennt da hinten ein roter Punkt durch die Gegend? Da ist er... Kontaktperson. Alles klar, kann man es irgendwie überspringen? Nein, natürlich nicht. Also können wir uns das ganze Gelaber nochmal angucken. Ja, wir wissen, wir bekommen ein grünes Licht. Du kannst uns den Koffer schon geben. Ja, das waren wir. Hast du vorhin schon mal gefragt, bevor wir erschossen wurden. Jetzt gib mir diesen Koffer. Hoffentlich klappt diesmal alles.
Hab keine Lust, dass die Folge hier, was ich, 2,5 Stunden lang wird, nur weil jedes Mal ich da drauf gehe oder so. Das ist ja total. Da ist es ja schon wieder, das scheiß FBI. Hi! Oder FIB, wie es da so schön heißt. So. Das Eck, das kann doch kein Mensch über abdecken. Jetzt mal ohne Witze. Falsch. Geht Deckung! Solch Entdeckung. Junge, 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 Junge. Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Wozu habe ich da oben verschissenen Speer stehen, wenn die mich jedes Mal direkt abknallen? Und warum steht er da einfach nur rum? Nicht so lang klotzen. Draufhauen. Wow. Und schon wieder fehlgeschlagen, weil wieder jemand gestorben ist. Ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Witze, wie willst du denn das da, ja. Gut. Wie willst du denn das Ganze hier überhaupt hinbekommen? Vielleicht wäre es beste gewesen, wenn ich einfach da oben irgend so einen Posten bezogen hätte. Ich hätte die alle gar einfach im Raketenwerfer weggeknallt. Batz, 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 fertig wär's. So haben wir jetzt das Problem, dass wir hier die ganze Zeit hin und her laufen. Na gut, ich würde sagen, ich versuche die Mission hier mal abzuschließen. In der nächsten Folge werdet ihr erfahren, wie der Überfall wahrscheinlich gelaufen ist. Ich hoffe, das war nicht ganz so stressig hier, dieses ständige Tod. Lebendig tot, lebendig tot. Und in der nächsten Folge werde ich vielleicht ein bisschen mehr Scheißtrick in der Stadt oder sowas robben. Keine Ahnung, ein bisschen so Tankstellen überfallen, ein bisschen mit dem Bike über die Dächer springen oder sowas. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.